De context van dit gezet moet je nog klarer gezien. Lützeburg werd alle vooruitzicht naar klimaatzielen die fixeerd gaan niet erreichen. Wenigstens als dat die richting waar die statistieken hinweisen. We werden eerst in een goede jaar, werd man mee genoeg kunnen evalueren wie nu maar wirklich dan komen zijn. Maar die klimaatzielen zijn dermassen ambitioneerd dat wahrscheinlich dat niet erreichbar is. We hadden net immer als ADR gesagt, dat man moest oppassen bij denen ganz ambitionierten Zielen, weil man einfach een groot croissance hier am Land tun. An alle Hinsicht, dat is zwar logisch, die lest meent gebremst, die natürlich op een dramatisch manier, maar de grundsätzliche Problem, die blijft, soweit man dat gesehen hat, nämlich dat man mit der Croissance, die man hun, moesten auch Realismus bei den Klimazielen weisen. Da kann nicht Ideologie einfach sich über die Realitäten wegsetzen. Ein Projekt wie den Hai, die beurteilen wir nur nach verschiedenen Kriterien. Ökonomisch, politisch und dann natürlich ökologisch. Ökonomisch ist ein gut, und dafür stimmen wir noch halt matt, weil wir einfach als Betrieber müssen unterstützen, viel Lohn oder Krise können in diesem Bereich auch aktiv zu sein. Ich meine, das ist wirklich nötig, dass wir alles merken, für uns Unternehmen Lohn zu unterstützen. Politisch, da haben verschiedene Kummeren, ja, Kriterien und Kritiken noch genannt. Vier Redner haben sie auch schon resümiert, wie zum Beispiel Datumen, wie die Bürokratie oder andere, wie zum Beispiel, ob die sozial schwer können davon profitieren. Das ist selbst ganz wichtig. Du hast zum Beispiel die Idee abkommen in der Chambre des Salariés, für dass der Staat Direktrechnungen bezahlt bis zur Hälfte von den Subventionen. Das sind alles interessante Ideen. An der Schmenge, wenn man wirklich in der Rewelle profitieren lassen, von so Maßnahmen wie der Hai, soll man auch dann auf den Weg gehen. Auch den Impact budgetär ist natürlich eine Sache, dass man muss langfristig verfolgen, dass man wirklich ein genaues Bild hat von den Kästen. Ökologisch ist das hier aber ein ganz gemischtes Bild. Wir haben Maßnahmen, die sind ökologisch sicher gut. Wir haben andere, wie die Schodieren, Holzschodieren, die sind diskutabel. Die sind diskutabel und muss ich wirklich sagen, dass ihr sollt ganz vorsichtig sein, auch bei Umweltprojekten, dass ihr nicht unterstützt, was der Umwelt hat, nur vielleicht mehr Schuld wie nutzt. Wenn ihr noch nur eine kleine Recherche macht mit den Pelleten, da finden die erstaunlich Sachen. Dass ich gehe mal nicht auf die Risiken durch Kohlenmonoxid und so weiter an. Ich muss einfach wissen, bei der Verpressung, da geht auch Mehl gebraucht, das sind Nahrungsmittel, da haben wir eine ähnliche Diskussion da wie beim Biodiesel. Wir haben die deutsche Umwelthilfe sieht, dass auch zum Teil Tropenholz benutzt wird, für die Pelleten zu machen. An Deutschland ist das nicht penal belastet, das ist halt zu Lützeburg penal belastet, weil wir will ja nicht, dass Tropenholz dann noch einfach verhitzt wird. Wir haben den Problem von der immer mit größer Nachfrage, wo Pellete schütt im Busch, an der Manier, wie sie gewonnen gehen, an wie ein Holz benutzt wird, wenn die Pellete gedrischen, gegen Palmölisch mit benutzt, das natürlich auch durch Aufholzung von Tropenbüsch zum Teil etwas, was man ja nicht füllen. Bei der Kohlendioxidbilanz stellt ihr fest, dass Pellete mehr schlecht aufschneiden wie der Petrol. Das ist wirklich erstaunlich. Und die Europäische Umweltagentur hat festgestellt, dass Stippsemissionen, Feinstippsemissionen durch Holzheizungen, Pellets, mehr heiß sind wie durch den Diesel zum Beispiel. Also, wenn ihr das alles guckt, und das können wir natürlich alles im Detail diskutieren und so weiter, mit der Frieden sich, ist da wirklich alles sinnvoll, was wir hier unterstützen. Sollte man nicht auch innerhalb denen Maßnahmen, die in der ökologisch hier verkauft gehen oder promoviert gehen, nicht viel mehr strengen Trieb nachmachen, wie wirklich zu wissen, was der Umwelt wirklich unter dem Strich nutzt, und das soll man unterstützen, an Technologien, die aber zweifelhaft sind oder auch große Notdeler können holen, an die aber dann auch zurückstellen. Ich meine, da wären wir als kohärent auch an der Umweltpolitik. Für uns gibt es Kriterien, wie ein Umweltprojekt kann beurteilen, und die soll man auch immer applizieren. Wie zu wissen, unterstützen wir das oder nicht. Die nächsten ist natürlich, darf kein Mensch, aber möglich auch kein Dier zu Schuld kommen. Das ist mal grundsätzlich. Das zweite ist, eine Umweltpolitik muss ehrlich erwogen sein. Es kann man keine Propaganda machen, man muss ihn immer alles auf den Tisch legen. Ein dritter Kriterium ist, also den real Plus-Value für die Umwelt, von ihnen alles rechnen, der Gesamtbilanz, zum Beispiel auch bei der Photovoltaik oder bei der Wandenergie, als wirklich da von Anfang bis zum Schluss von der Produktion, vom Transport, von der Entsorgung, als die Energiebilanz positiv oder negativ. Der vierte Kriterium ist natürlich Kompetitivität und die ökonomische Leistungsfähigkeit von unserer Gesellschaft darf nicht daran leiden, nicht einmal zum Beispiel über die Energiepreise. Der fünfte Kriterium ist, sie sollen freiwillig sein, wir wollen keinen Zwang.
De sechste Kriter als Privatsphäre von der Leute muss respektiert gehen, an der siebenten ein Moslem muss sozial gerecht sein. Wenn die sieben Kriterien erfüllt sind, dann ist es eine gute Politik, eine gute Umweltpolitik am Besonderen. Hier an diesem Gesetz sind eine Reihe von diesen Kriterien leider nicht erfüllt, wie gesagt, für unseren Blick als Priorität eine Unterstützung für unsere Ökonomie. Und dafür stimmen wir als ADR den heutigen Projekt auch mal.